habe lange Zeit einen Grill gesucht. Ich habe mich umgeschaut auf dem Markt. Letztendlich nichts gefunden, wo ich sage, okay, preislich interessant, qualitativ hochwertig. Also mir hat nichts gefallen. Und dann war es letztendlich ein Freund von mir, der gesagt, komm, bauen wir uns was. Ja, dann haben wir halt versucht, anhand von einem Modell Zeichnungen zu machen, schauen, wie lässt sich das umsetzen. Hat die ersten Prototypen gemacht, ja, und dann war schon der Tag da, wo er auf der Messe war. Und das war dann so ein Versuch, wo ich dann an der Messe stand, keine Ahnung, keinerlei Erfahrung. Und habe dann auf Anhieb doch eine, in meinen Augen, enorme Stückzahl verkauft. Dann kommt er zurück und sagt, ey, ich habe so und so viel verkauft. Und dann haben wir gewusst, jetzt geht's los. Qualität ist 1A, gerade die Verarbeitung auch. Ja. Die Details, was wir haben am Ofen, ob das jetzt mit der Kaminhaube ist, mit dem eingelaserten oder die ganzen Stahlteile, die Edelstahlteile, die gefrästen. Wenn man da sieht, wie viel Herzblut da drin steckt und der ganzen Zulieferer vom Schweißer und alle, wie die den Ofen damit behandeln, und ist schon klasse. Also. Für uns ist es einfach wichtig, dass man das in der Region macht, weil wir einfach auch Verantwortung dahinter sind. Ich sage, wir müssen immer an unsere Kinder und Kindeskinder denken. Das ist auch eine ganz große Zukunftsanforderung, dass jeder, der jetzt den Ofen kauft, der kauft ihn ja fürs Leben, wie ich sage. Dann soll der auch fürs Leben in 5 Jahren das Zubehör auch nutzen können. Das Tolle auf dem Mörklinger ist, ich kann ganz viele verschiedene Gerichte gleichzeitig machen. Das heißt, in der Familie, jeder, der mit am Tisch sitzt, kann eigentlich das machen, was er will, zur gleichen Zeit. Wenn man sich zurückerinnert, bei der Oma haben wir nie schlecht gegessen und Oma hat alles holzbefeuert gemacht. Und Holz hat Aromen. Holz ist nur lebendig, Kohle ist tot, Kohle erzeugt Hitze. Steaks, wenn ihr gutes Steak zubereitet, brauche ich kein Salz, kein nix. Und allein durch das Holzfeuer, durch die zirkulierende Luft, was wir im Ofen haben, hat das eigentlich schon Kruste, hat Geschmack. Der Geschmack vom Holzfeuer ist einfach unbezahlbar, ist so. Ja.